Ich freue mich auch, dass Sie alle hier sind. Und als kleines Bonbon für Leute, die dann bis zum Ende durchhalten. Nee, keine Bonbonsdose und bitte ja, weitergeben, genau. Und natürlich noch nicht verraten, was das Ganze soll. Gut, ja. Mein Name ist Matthias Lübken. Herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Gerade weil ich in diesen Räumen schon öfter saß, und zwar nicht für eine Konferenz, sondern eben als Student. Also ich habe hier an der FH studiert, Medieninformatik und habe mich hauptsächlich um Softwareentwicklung gekümmert. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Darf ich mal kurz fragen, wie viele Studenten hier sind, die an der FH, oder generell erstmal Studenten, die noch studieren und... Okay, und wie viele Leute, die hier an der FH studiert haben oder studieren im Moment? Ah ja, verschwindend gering. Ich hätte es gedacht. Ja, schön. Also dann heiße ich auch alle anderen willkommen, die von woanders herkommen. Schön. Gut, also ich habe hier studiert, bin zurzeit Softwareentwickler, seit diesem Jahr auch Senior-Softwareentwickler. Die grauen Haare habe ich noch nicht, aber Senior darf ich mich schon nennen. Ich arbeite bei der Aquilet Adry GmbH. Wir sind ein Sub-Unternehmen, Sub von Aquinet. Und wir befassen uns hauptsächlich mit agiler Softwareentwicklung und Eclipse-Technologien. Befasse ich mich noch viel. Das kommt so ein bisschen aus meiner Historie, weil ich die Diplomarbeit darüber geschrieben habe. Und beim Herrn Kaul. Und habe dann mich dann einfach an dem Thema bin ich einfach drin geblieben, haben noch ein, zwei andere Kollegen, die sich darum kümmern. Wir haben auch noch viele Kollegen, die sich mit anderen Technologien, Themen kümmern. Also unser Hauptaugenmerk ist zwar agile Softwareentwicklung, aber wir befassen uns durchaus auch mit anderen Technologien, Sachen, die wir einfach im alltäglichen Gebrauch nutzen und beschäftigen uns auch tiefer damit. Und sind dann nicht nur auf einer reinen Benutzt-Ebene, sondern befassen uns einfach mehr damit. Und jetzt ist der Kollege eben da, er wollte Web 2.0 nicht sagen und agil nicht sagen. Ich sage es nochmal extra. Agil, agil, agil. Wir machen agile Softwareentwicklung. Ich gebe recht, das ist zurzeit ein Hype. Kurz vor, kurz nach Web 2.0 Hype. Jeder macht im Moment agile Softwareentwicklung, sagt er zumindest. Und ja, wir können so ein bisschen behaupten, dass wir es wirklich machen. Zumindest, dass wir versuchen, wenn wir in Firmen reingehen, in Projekte reingehen, dass wir wirklich auch zeigen, wo die Defizite sind und wo man eigentlich noch nicht agil Software entwickelt. Es gibt auch einige Sachen, die man, wo man wirklich dran festmachen kann, ob jemand agil ist oder nicht. Aber das findet man auf IT Agile, it-agile.de. Kann man sich ein bisschen mehr darüber informieren oder mich natürlich gerne danach fragen. Gut, auch damit man zumindest ein bisschen hip ist, ich freue mich natürlich, dass so viele Leute hier sind, auch nach dem Grace und Groovy Sachen, die natürlich ein bisschen irgendwie mehr irgendwie spannender sind im Moment, probiere ich zumindest noch so ein bisschen hip zu sein und wir haben eine Tech Cloud gemacht. Und den größten Teil, über den ich jetzt im Moment hier den Vortrag reden möchte, ist tatsächlich erstmal OSGI. OSGI bildet die Grundlage für die Integration mit Spring und es ist, denke ich, auch eigentlich der wichtigere und spannendere Part an der Stelle. Aber richtig interessant wird es erst im Zusammenhang mit Spring. Oder das ist auch der eigentliche Inhalt dieses Talks und das ist auch wirklich, wo man jetzt sagen kann, jetzt macht das auch Sinn und jetzt können wir auch irgendwie da mal mit produktiv arbeiten, weil pures OSGI ist schon sehr aufwendig zu programmieren, gerade wenn wir in diesem Enterprise-Bereich oder Geschäftsanwendung oder Webanwendung entwickeln möchten, ist pures OSGI schon sehr lästig, sehr mächtig, aber auch sehr lästig und genau das Gegenteil zu einer typischen Grails-Anwendung, muss man sehr viel selber kodieren, sehr viel machen. Und da bietet die Spring OSGI-Brücke sehr viel Nützliches und die werde ich dann im letzten Teil vorstellen. Zu Spring werde ich so gut wie gar nichts sagen, nur eine kurze Folie, das kurz vorstellen, weil ich erstens nicht so tief in dem Thema Spring drin bin und zweitens, weil das
die Integration eher der Inhalt dieses Talks ist. Also fangen wir mit OSGI an. Woher kommt OSGI? Oder vielleicht mal vorher nochmal, wer kennt OSGI? Okay. Gut, so ein bisschen. Ja. Okay, also OSGI kommt, ist ein für genau das Gegenteil von Grails, ist nicht Bleeding Edge, sondern ist uralt. Gibt es schon seit 1999 und wurde vor allen Dingen wurde ursprünglich für Embedded Netzwerkgeräte entwickelt. OSGI stand für Open Services Gateway Initiative. Ich wusste mal, warum das I klein ist, ich habe es vergessen, weiß es jemand auswendig? Ich habe es irgendwo auf dem Talk mal gehört, habe es irgendwie verdrängt. Gut, die also für Embedded Devices war das ursprünglich entwickelt. Mit der Zeit kam so Home Automation dazu, automobile Anwender, Automobilhersteller haben OSGI für sich entdeckt. Beispielsweise gibt es einen BMW, der intern mit OSGI läuft. Und diverse mobile Geräte haben OSGI mit der Zeit für sich entdeckt. Und daraus sieht man auch schon einen der Hauptunterschiede zu modernen anderen Enterprise-Architekturen. Und zwar, dass es von Anfang an leichtgewichtig war und dynamisch war. Also es musste von Anfang an auf kleinen Geräten laufen, es durfte nicht sehr viel Speicher beanspruchen, also kein typischer Enterprise-Server, der nur auf einen Dual, Xeon, wie auch immer diese Dinger im Moment heißen, laufen. Und läuft, wie gesagt, es gibt natürlich unterschiedlich von der Implementation, aber es gibt OSGI-Implementationen, die nach wie vor produktiv eingesetzt werden auf unterschiedlichen, sehr kleinen Geräten. Gestützt wird das Ganze von der OSGI Alliance, also es gibt eine Alliance, die sich ein bisschen um den Standard und die Kommunikation innerhalb der verschiedenen den Unterstützern von OSGI kümmert. Es ist so ein bisschen, wenn wir über Open Source, und wir sind Open Source Konferenz, wenn wir da so ein bisschen drüber reden, ist es an der einen oder anderen Stelle, ist die OSGI Alliance nicht ganz so offen, wie man sich das wünscht. Also beispielsweise Leute, die aus der Open-Source-Community, da sind nur sehr wenige dabei, die wirklich leicht reinkommen. Da muss man schon guter Unterstützer sein. Aber es gibt verschiedene Open-Source-Implementationen. Also wenn wir uns mal angucken, wo OSGI heute ist, ein bisschen erzählt, wo es herkommt. Und jetzt, wo OSGI heute steht. OSGI, wenn man auf der Webseite guckt, wird das Akronym nicht mehr beschrieben. Es ist jetzt nur noch OSGI, das ist einfach als Markenname. Und steht für das Dynamic Java Module System. Der Buzz um OSGI ist im Moment recht hoch. Im vorletzten, nicht aktuell, sondern davor, dem Java Magazin, wird auch von OSGI die Zukunft von Java gesprochen. Also ich denke, das ist ein Thema, das auch unabhängig von Spring im Moment einfach Sinn macht, sich auch anzugucken, wenn man in dem Feld von Java Softwareentwicklung weiterarbeiten möchte, um einfach mal zu gucken, was an der Stelle passiert. OSGI ist selber als Basis von Eclipse, also wenn wir uns mal fragen, wo wird das denn überhaupt tatsächlich eingesetzt? Der Lübken kann uns ja viel erzählen, aber wo wird es denn tatsächlich benutzt? Und es ist die Basis von Eclipse, also ich nehme mal an, dass viele von Ihnen zumindest Eclipse installiert haben, vielleicht benutzen Sie mal IDEA oder mal andere Anwendungen, aber mit Eclipse hat jeder mal rumgespielt oder benutzt es häufig. OSGI ist die Basis von Eclipse seit der Version 3.0. Und wenn wir in den Server-Enterprise-Bereich weiter reingucken, dann gibt es ein starkes Interesse von unterschiedlichen Firmen. IBM ist klar, die sitzen eh schon auf dem Eclipse-Zug. Aber auch von anderen Firmen wie Bea, Oracle, investieren im Moment sehr stark in OSGI und auch in dieser Spring-OSGI-Brücke. Als Open-Source-Implementation, es gibt die eben von Eclipse, die nennt sich auch Equinox. Equinox selber bietet noch so einen kleinen Aufsatz auf OSGI, und zwar die Notation von Extension Points. Aber es ist eine vollwertige OSGI-Implementation. Und es gibt aber noch zwei weitere bekannte OSGI-Open-Source-Implementationen, und zwar die von Apache. Felix nennt die sich, hieß mal Oscar. Und es gibt noch eine weitere, die heißt Knopflerfisch. Ich glaube, eine schwedische. Also es gibt da, es ist nicht, man ist da nicht auf eine Implementation beschränkt. Die ganzen Sachen sind Open Source.
Man kann da sehr schön mitarbeiten und hat auch guten Zugang zu den verschiedenen Communities. Die sind mehr oder weniger gut ausgebaut und man kann schön mit den Entwicklern kommunizieren. Gut, das ist so ein bisschen so die Einleitung zu dieses Marketing. Wenn wir jetzt aber tatsächlich mal, was mache ich denn damit? Und da wollen wir mal das Dynamic Module System, also das, was man jetzt auf der OSGI-Webseite so als großen Claim sieht, wollen wir uns mal ein bisschen näher angucken. Zum einen erstmal habe ich ein Module. Also ich kann meine Anwendung in Module zergliedern. Diese Module, damit kann ich was man eben für Module braucht. Ich muss eine Sichtbarkeit irgendwie definieren können. Das heißt, ich muss irgendwie definieren können, was gebe ich nach außen bekannt, was kann jemand anderes sehen und was ist nur interne API, die ich eigentlich nicht nach außen bekannt geben möchte. Wir können Abhängigkeiten definieren, also wir haben unsere Module, die geben bestimmte Sachen frei und ich kann mich jetzt von bestimmten APIs, von bestimmten anderen Modulen, kann ich jetzt sagen, davon bin ich abhängig und benutze deren Klassen. Eine spannende Geschichte ist, ich kann jetzt auch versionieren, also ich kann bestimmte Versionen von Modulen angeben, ich kann mich abhängig machen von bestimmten Versionen, mit sehr feingranularen und großbreiten Versionsstrukturen, dass ich sagen kann, ich bin von einer bestimmten Version oder von mehreren Versionen abhängig. Und das ist jetzt so eine Sache, wo man jetzt so langsam in eine Sache, das sind jetzt eher so Punkte, die man noch direkt direkt offensichtlich, zumindest mir ging das so, als direkt offensichtlich brauchbar. Jetzt kommen noch zwei Punkte, wo man erstmal sagt, brauche ich das wirklich oder ist es mir nicht wieder zu viel Techno-Overhead? Das erste ist Dynamik. Und zwar die spannende Sache ist, OSGI unterstützt es, dass Bundles zur Laufzeit aktualisiert werden können. Ich kann mir ein Bundle, ein Modul nehmen und es zur Laufzeit deinstallieren und wieder neu installieren. Sehr spannend erstmal auf den ersten Blick. Und das letzte ist, dass man das OSGI so etwas wie Services kennt. Wir sprechen jetzt nicht von den großen SOA Web Services. Gibt es irgendeinen SOA-Vortrag hier auf der Frostcom? Schön, also ich habe keinen gesehen, finde ich sehr entspannt. So, ESB-Vortrag. Was? ESB-Vortrag. ESB, ja. Schade, fast. Okay. Nein, gut, da gibt es auch gute Talks, aber da wird im Moment ist das so ein bisschen das Web 2.0 agile Thema ist so bei in dieser agilen, in dieser Webgeschichte ein bisschen und im Enterprise-Feld reden alle Leute nur noch über SOA und es gibt nichts anderes mehr. Services bei OSGI ist ein sehr leicht und wichtiges Prinzip, einfach damit Bundles untereinander kommunizieren können, werde ich gleich noch vorstellen. Die Modularisierung ist so ein Thema, das man gut in irgendeiner Softwaretechnik-Einführungsvorlesung mitbekommt und immer schon darüber hört, dass es ja eigentlich viel besser ist, wenn man seine Module hat und Abgrenzungen und so etwas. Bleibt aber eigentlich recht theoretisch und wenn man anfängt zu entwickeln, wenn man in eine Firma kommt, ist es zumindest bei mir gewesen, die meisten Projekte, da gab es so etwas wie Module nicht. Wir haben dann mit der Zeit haben wir auch tatsächlich auch OSGI bzw. Eclipse-Anwendung gebaut und haben tatsächlich auch mit Modulen gearbeitet. Und das ist mal so ein kleines Beispiel von Modulen. Will ich eigentlich nicht näher darauf eingehen, nur mit dem Hinweis, dass wir tatsächlich diese Module auch benutzt haben und auch nutzen. Also das ist kein abstraktes Modulkonzept, was man sich irgendwie überlegt und theoretisch ganz schön ist und vom Prinzip her ganz gut funktioniert, wir benutzen das. Und an einigen Stellen, bei größeren Projekten, wo wir hunderte von, Größenordnung 80 Plugins haben, / Module, / Bundles, da nutzen wir das wirklich und ich möchte eigentlich auch nicht mehr darauf verzichten. Also da gibt es auch wirklich, dann kommen neue Entwickler ins Team und das ist bei größeren Projekten häufig so, dass neue Entwickler, fremde Entwickler aus anderen Firmen kommen und das ist für mich zumindest eine elementare Bestandteil, dass wir jetzt sagen können, hier schau dir mal hier diese drei Plugins / Bundles an, damit kannst du loslegen.
und brauchst, kümmerst dich nicht erstmal nicht um den Rest, das ist abgeschottet und wir können uns die Schnittstellen angucken, wie die definiert sind. Aber was heißt das konkret? Was, wenn ich jetzt heute Nachmittag damit loshacken will, was heißt das? Irgendwie möchte man ja irgendwie diese PowerPoint-Folien sind immer ganz schön, aber ich möchte tatsächlich irgendwas was sehen, was man damit spüren kann. Je nachdem, wie schnell und wie langsam ich bin, jetzt bin ich sehr langsam, aber ich habe auch später angefangen, ne? Kann ich noch ein paar Codebeispiele wirklich in Eclipse zeigen, müssen wir gucken, wie schnell wir durchkommen. Aber das ist jetzt auch alles tatsächlich Code und keine abstrakten Sachen mehr. Also ein kleines Beispiel, es gibt irgendwie so ein Customer-Plugin mit so einem Customer-Service, hat offensichtlich irgendwie so zwei Packages, man sieht schon hier so, es gibt irgendwie so eine Notation von intern und irgendwie was anderem und es gibt einen Order-Service, so Bestellungen, der fragt halt den Customer-Service irgendwas ab, der benutzt den und möchte irgendwie, wenn er die neuen Bestellungen ausgibt, auch die Benutzer die Kunden der jeweiligen Bestellung ausgeben. Jetzt habe ich die beiden Bubbles habe ich jetzt so nach links oben gedreht und jetzt ist die Frage, was macht denn tatsächlich so ein Bundle für uns aus? Was ist denn so ein Modul? Und ein OSGI-Bundle, ich habe jetzt die Begriffe schon dreimal durcheinander geworfen, also Modul ist der abstrakte Begriff, Bundle ist der konkrete Begriff aus OSGI und Plugin ist der Begriff aus der Eclipse-Welt, was nichts anderes ist als ein OSGI-Bundle. Also wenn man ein Eclipse-Plugin hat, ist das erstmal ein OSGI-Bundle per se. Was mit ein bisschen Sachen noch dazu sind, aber per se ist es erstmal ein OSGI-Bundle. So, und wenn wir uns jetzt mal die beiden tollen Plugins oder Bundles, die ich da gebaut habe, oder eben gezeigt habe, mal geguckt habe, wie sieht denn das dann im Source aus, dann ist es im Prinzip nichts anderes als so ein Java-Projekt, was man vielleicht auch aus Eclipse erkennt, mit so ein paar Packages und so ein paar Plugin-Dependencies, wo wir vielleicht nochmal drauf gucken können. Das wirklich Spannende ist das Manifest. Und zwar ist es so, dass ein OSGI-Bundle eigentlich nichts anderes ist als eine Jar-Datei, eine ganz normale Jar-Datei mit einem mit Zusatzinformationen im Manifest. Ich weiß nicht, wie viele das wissen, aber dieses Manifest, es gehört tatsächlich zu einer Jar-Datei, die ist immer da. Ich habe sie auch vorher nie gesehen, geschweige denn genutzt. Es gibt auf jeden Fall diese Manifest-Datei, ist per se schon drin. Und OSGI-Module machen oder Bundles machen nichts anderes, als bestimmte Informationen in das Manifest zu schreiben. So, als allererstes haben wir dann so etwas wie einen symbolischen Namen. Also ich muss einen Bundle einfach identifizieren können. Das ist, bei Equinox ist das häufig der gleiche Name wie hier oben und häufig diese Notation der umgekehrten Domainstruktur. Aber das muss nicht sein. Bei Apache Felix beispielsweise sind die Namen anders. Dann gibt es so etwas wie eine Manifestversion, also mit welcher Version des Manifests gehe ich gerade um. Es gibt so etwas wie einen symbolischen, einen lesbaren Namen. Es gibt eine Version des Bundles, also welche Version habe ich denn gerade hier an der Hand. Und es gibt so etwas wie einen Aktivator, den sehen wir gleich vielleicht noch in dem Code. Das ist die Klasse, die initialisiert und das Bundle beim Initialisieren und beim Hochfahren und Runterfahren benutzt wird. Und da gibt es jeweils eine Start- und Stopp-Methode, die jeweils aufgerufen wird. Schnell weg. Sichtbarkeit. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir so ein OSGI-Modul, haben wir uns jetzt gebaut. Jetzt ist die Frage, wie wir uns diese ganzen Begriffe, die ich eben so schön untereinander in Bullet Points aufgerufen habe, wie wir das jetzt bei uns im OSGI-Manifest tatsächlich widerspiegelt. Und als erstes haben wir die Sichtbarkeit. Also wir können jetzt hingehen und mein Customer-Plugin, wie gesagt, ich habe jetzt hier schon so ein Internal-Package, weiß nicht, ob man das sehen kann. Also hier steht Internal und ich habe das sind offensichtlich, da schreibe ich Klassen rein, die ich nicht nach außen sichtbar machen möchte. Das sind Implementationsdetails, das sind Utility-Klassen, die ich einfach sagen würde, nee, das gehört nicht zu meiner Public API, da möchte ich nicht, dass da überhaupt irgendjemand drauf zugreift. Und ich kann jetzt explizit sagen, dass dieses Package hier exportiert werden soll. Also ich gehe jetzt im Manifest dieses Plugins hin, dieses Bundles hin und sage hier export.de example customer und damit ist das nur sichtbar. So, und das ist ein ganz
erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann nur das, was ich explizit exportiere, ist wirklich nur sichtbar. Und das während der Entwicklung und auch zur Laufzeit. Also erstmal kriege ich die Sachen nicht per Hand, wenn ich auf Steuerung Space meine Code Completion mache oder meine Klassen suche. Der Drails-Entwickler, der gerade wieder reinkommt, der muss das ja eh nicht machen. Der muss seine ganze API auswendig wissen, außer er benutzt eine neue IntelliJ IDEA. Aber ich kenne die API nicht. Das sind zu viele Klassen, dafür reicht mein RAM nicht. Ich muss diese Klassen irgendwie immer durchbrowsen können. So, und was mache ich den ganzen Tag? Ich drücke Steuerung Space und Steuerung 1, Steuerung Space und Steuerung 1 und trinke Kaffee und verdiene so mein Geld. So, was aber dabei passiert ist, dass ich viel zu häufig Klassen benutze, die ich eigentlich gar nicht benutzen möchte. Viel zu häufig importiere ich irgendwelche Klassen, die eigentlich gar nicht von dem Autor dafür gedacht waren, dass ich die bei mir benutze. So, und das kann eben nicht mehr passieren. Also zur Entwicklungszeit, wenn ich das beispielsweise mit Eclipse mache, kriege ich direkt Warnings, beziehungsweise ich sehe die Sachen erst gar nicht. Aber ein wesentlicher Unterschied ist, ich kann es auch nicht machen, also ich kann auch nicht zur Laufzeit an diesem Export-Package dran vorbei. Also Sachen, die ich wirklich nicht explizit sehe, kann ich auch nicht zur Laufzeit mit irgendwelchen Class-Loader-Tricks dran vorbei und mir andere Klassen laden. Und das ist eben Hauptunterschied zu irgendwelchen statischen Analyse-Tools, die über meinen Code drüber laufen und gucken, ob irgendwelche Abhängigkeiten gibt. Es gibt, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, JDepend, so Analyse-Tools, da kann man auch so Sichtbarkeiten machen. Aber die sind eben nur zur Entwicklungszeit und sobald ich zur Laufzeit bin, ist es wieder anders. Da kann ich dann wieder Rumschweinereien machen und ich bin der Meinung, dass es gibt viele Probleme, die auch wir hatten, auch noch hiermit, die erst zur Laufzeit aufgetreten sind und deswegen ist das für mich ein elementarer Bestandteil, dass das eben in dem Konzept, in der Architektur drin ist. Wenn ich jetzt eine Sichtbarkeit mache, muss ich auch das Umgekehrte machen, also ich muss auch hingehen können und die Sachen mir rausladen können oder beziehungsweise Packages benutzen. Es gibt da zwei, seit der letzten OSGI-Version gibt es da zwei Möglichkeiten, das zu tun, oder letzte oder vorletzte Version. Der Standardweg ist Import Package, das heißt, ich gehe hin und importiere mir ein bestimmtes Package. Damit habe ich dann in diesem Beispiel direkt eine Abhängigkeit von dem zu dem Bundle. Was ich aber machen kann, da ich das auf einer Package-Basis mache, könnte auch jedes andere Plugin, jedes andere Bundle könnte auch diese Klasse bereitstellen und ich sage einfach nur, mich interessiert eigentlich nur, dass ich irgendwie ein Beispiel ist immer ein Logging. Ich brauche einfach nur irgendeine Logging-Klasse. Woher ist mir eigentlich egal. Hauptsache das entsprechende Package, das passt so vom Interface. Das sind so die Klassen, so wie ich das annehme. Es gibt einen anderen Weg, den die OSGI-Gurus mit einer zu hohen Kopplung, mit zu viel Wissen versehen. Meinen, dass es zu viel Wissen ist, drin steckt. Und zwar kann man auch sagen, ich bin direkt von diesem Bundle abhängig und importiere einfach alle Packages, die ich da habe. Ich persönlich benutze beides, das, was mir in dem Moment irgendwie schneller von der Hand geht. Eine sehr spannende Geschichte ist jetzt, dass ich mir eine Versionierung angeben kann. Also ich kann sowohl beim Import als auch beim Export Versionen angeben und bestimmte XML-Bibliotheken beispielsweise, also das ist zumindest das Beispiel, was man so kennt, ist, dass wir eine XML-Bibliothek von einer bestimmten Version haben und eine zweite, und die bereits in unserem System benutzen, die aber bestimmte Bugs hat. So. Nur häufig ist es mit diesen Bugs eben so, oder weiß nicht, ob es häufig ist, aber es ist zumindest passiert, dass man seine Anwendung oder die Benutzung dieser XML-Bibliothek genau daraufhin implementiert, dass es genau diese Bugs auch nutzt, also das Prinzip Fehler aus der Software nutzt, um seine eigene API, um seine eigene Anwendung zu schreiben. Und wenn ich jetzt auf eine höhere, neuere Version gehe, die eigentlich diese XML-Bibliothek, diese Bugs fixt, habe ich jetzt das Problem, dass es eigentlich meine Anwendung nicht mehr geht, weil sie eigentlich von den Bugs ausgeht, die da drin stehen. So, und eine spannende Sache ist, die man jetzt eben machen kann. Ich kann jetzt sagen, mein Order-Plugin benutzt eine bestimmte Version, mein anderes Plugin benutzt eine bestimmte andere Version.
Und diese beiden Bundles können eben zur Laufzeit installiert sein. Und das ist, finde ich super, weil ich jetzt im Prinzip hingehen kann und sagen kann, ja, ich habe mein großes System, ich werde das nicht alles refactoren, ich werde auch nicht alles testen können jetzt spontan, weil mit dem Unit-Test, Integrationstest und so, das ist ja alles gut und schön. Die agilen Jungs können uns ja sagen, was sie wollen, aber wirklich, ob das wirklich geht, weiß ich nicht. Und so einen großen Endanwender-Test ist mir zu teuer, das mache ich nicht. Also lasse ich meine XML-Bibliothek drin, aber trotzdem möchte ich ja eine neue Version entwickeln. Ich möchte ja nicht irgendwie ewig auf dem alten Stand bleiben. Und das kann ich jetzt machen. Ich kann genau sagen, welche Plugins welche Version nehmen und mit so bestimmten Bereichen eingehen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin nur von der 1.0.2-Version abhängig, dann nimmt er immer die höchste, die es gibt. Wenn ich sagen will, ich will nur einen bestimmten Rahmen oder nur eine bestimmte Version, dann gibt es noch verschiedene Notationen, um das zu machen. So, jetzt noch zwei Sachen, die OSGI gut kann. Das zum einen ist die Dynamik. Heißt ja auch Dynamic Java Module System. Und das Spannende mit den Modulen ist, dass ich das zur Laufzeit installieren und deinstallieren kann. Also jetzt hier, es gibt so eine OSGI-Konsole, da habe ich unten mal so Sachen von der Konsole mal hingeschrieben. Und das ist das Beispiel im Prinzip. Es gibt, hier ist das OSGI-Framework installiert, hier ist das Customer-Plugin, das ist offensichtlich aktiv. Und hier ist das Order-Plugin und das ist nicht aktiv. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hier, das ist noch vorne so eine ID, und ich kann jetzt dieses Plugin zur Laufzeit starten. So, und das ist vor allen Dingen, ich selber habe das nicht benutzt, dass ich sagen würde, das muss unsere Anwendung irgendwie können. Unsere Anwendung muss die Module zur Laufzeit installieren oder deinstallieren können. Aber für große Server, für die großen Server-Anwendungen ist das schon eine sehr interessante Sache, weil man jetzt hingehen kann und bestimmte Sachen zur Laufzeit austauschen kann oder beispielsweise mit einer performanteren Version austauschen kann und das eben alles während die Anwendung steht. Ich muss keine Anwendung komplett runterfahren, ich kann neue Bibliotheken installieren, ich kann neue Services bereitstellen, performantere, mehr Services, also alles, was man sich eben vorstellen kann und das eben dynamisch. Ja. Was passiert, wenn ein Service gelöscht wird, während noch Zugriffe darauf sind? Ja. Ich komme da gleich noch zu. Die kurze Antwort ist, man muss sich selber drum kümmern. Also es gibt keinen guten Zauber, dass jetzt automatisch Services weggenommen werden oder hinzugefügt werden und man automatisch dann irgendein Automatismus passiert. OSGI, Spring OSGI hilft einem dabei und da werde ich am Ende des Vortrags nochmal auf zurückkommen, wie es damit umgeht, gerade mit Services. OSGI selber bietet das erstmal nur an, dass man Bundles installieren und deinstallieren kann und bietet überhaupt die Möglichkeit dazu. Was man jetzt in einem konkreten Anwendungsfall machen kann, wenn man bestimmte Klassen geladen hat und ein Bundle deinstalliert ist, da muss man sich im Prinzip selber drum kümmern. Das kriegt man dann nicht geschenkt. So, da habe ich jetzt schon mal noch so ein bisschen ein paar Mal schon was drüber gesagt. Also es gibt noch bei OSGI auch noch so etwas wie Services. Also die Idee, dass ich an einer generellen Registry bestimmte Dienste anmelden und abmelden kann. Das hört sich jetzt erstmal sehr, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich irgendwie direkt an SOA gedacht, an irgendwas Kompliziertes. Aber im Prinzip ein Service ist nichts anderes als eine normale Java-Klasse, die ich irgendwo anmelden kann. Und diese Java-Klasse kann ich dann unter einem bestimmten Namen, einem Interface-Namen wird es häufig gemacht, aber auch mit anderen Eigenschaften einfach wieder rausziehen und wieder abfragen und wieder verwenden. Also keine erstmal komplizierte Sache, sondern einfach nur eine Möglichkeit, wie verschiedene Beans noch entkoppelter miteinander kommunizieren können. Gut, an dieser Stelle, jetzt muss ich mal gucken, sind wir ungefähr Halbzeit. Vielleicht zeige ich nochmal einmal ganz kurz, wie das tatsächlich in einem Eclipse-Projekt aussieht. Also ich habe jetzt hier meine beiden, ich habe jetzt hier meine beiden Plugins. Das OSGI Customer Plugin
und mein Order-Plugin. Und ich habe jetzt hier meine beiden Manifest-Versionen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken wollen, wer von wem abhängig ist, dann können wir jetzt hier reingehen und sagen, sieht man hier, ich importiere so ein paar OSGI-Packages und exportiere meinen Customer-Package. Und auf der anderen Seite in meinem Order-Bundle importiere ich tatsächlich jetzt hier meinen Customer. Ja, man kann viel über Eclipse sagen und es gibt bestimmt bessere IDEs. Was Eclipse aber gut macht, und das liegt einfach daran, dass Eclipse intern auf OSGI aufsetzt und eben Plugins benutzt, ist die Tatsache, ist die Fähigkeit mit zur Plugin-Entwicklung bzw. zur Bundle-Entwicklung, und OSGI geht sehr gut, OSGI-Entwicklung geht sehr gut mit Eclipse. Man muss sich erstmal erstmal OSGI-Bundle mit Plugin gleichsetzen, und dann kann man im Prinzip eine sehr gut Plugin-Entwicklung machen. Ein Beispiel, man muss nicht jeden Source rumbrausen, sondern es gibt einen schönen grafischen Editor, wo ich die verschiedenen Sachen schön eingeben kann, wo ich mir meine Abhängigkeiten hier auflisten kann. Das ist beispielsweise hier dieser andere Weg, wie ich meine Bundles Abhängigkeiten definieren kann. Ich sehe hier zur Laufzeit die Packages, die ich exportiere. Und wenn ich jetzt mit Extension Points von Eclipse noch arbeiten würde, hätte ich noch weitere Tabs. Aber es funktioniert zumindest sehr gut und man hat eine sehr nette grafische Oberfläche. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise jetzt hingehe und sage, mein Package heißt eigentlich Customers, dann erzeugt er mir direkt einen Fehler und sagt, hier, du hast hier dich vertippt. Und ich merke das nicht erst, wenn ich meinen Code teste. Also eine sehr gute Unterstützung zur Entwicklung von OSGI. Ja, ich kann es ja nochmal einmal kurz starten, was das Ding überhaupt macht. Also es benutzt das eine, benutzt das andere. Ich hatte eben erwähnt kurz, dass jedes OSGI-Bundle einen Aktivator hat. Dieser Aktivator wird gestartet, sobald ich das Bundle starte. Und es gibt jetzt hier zwei Aktivatoren. Was ist der Plural von Aktivator? Und was ich jetzt hier mache, ist, dass ich hier muss ich umständlich, na gut, das ist natürlich jetzt direkt wertend, hier muss ich jetzt auf die Benutzung von Services ist in OSGI erstmal umständlich. Ich muss mit sogenannten Service-Trackern arbeiten, die muss ich öffnen, da muss ich drauf horchen. Es ist alles nicht so, wie man sich das eigentlich in einer modernen Entwicklungsumgebung oder einem modernen Framework vorstellt. Und daher kommen wir jetzt zu Spring OSGI. Dass das Ganze besser macht, hoffentlich. So, noch eine Folie zu Spring. Wie gesagt, ich bin kein Spring-Experte, was die ganzen Möglichkeiten von Spring angeht. Ich habe Spring deswegen eingesetzt in Projekten, hauptsächlich wegen des Dependency Injection Frameworks, weil einfach das Modell von Inversion of Control, dass ich meine Abhängigkeiten injizieren kann in meine Klassen, uns einfach für die Testbarkeit sehr geholfen hat. Und wo wir dann auch später gemerkt haben, dass es auch einfach von der Architektur ist es meistens sehr einfach und sehr gut darstellbar und kann man sehr leicht verstehen. Also mit Spring arbeitet man mit einfachen Java-Objekten, man hat keine Abhängigkeit mehr zu der umgebenden Technologie, sei es Spring oder anderen. Man kann die Objekte einfach testen und Spring bietet eine große Anzahl von Features, die man für Enterprise-Anwendungen braucht, und integriert die unterschiedlichen Technologien sehr gut. Wir haben beispielsweise in einem aktuellen Projekt haben wir einen bestehenden Service, der eigentlich direkt auf dem Client lief, haben wir sehr leicht remote-fähig gemacht. Wir mussten ein bisschen an dem State des Services mussten wir noch ein bisschen arbeiten, mussten noch ein bisschen refactoren. Das hielt sich aber an Grenzen und dann konnten wir diesen Service im Prinzip 1:1 deklarativ remote-fähig machen und mussten uns dann nicht mit EJBs oder sonstigen Sachen, schweren Sachen rumschlagen. Das ging sehr gut. Und dann gibt es eben so eine vereinfachte Benutzung von bestimmten Java-APIs, irgendwie JDBC-Template
und anderen APIs, wo man eben sehr leicht und besser die bestehenden Java-APIs benutzen kann. Hatte ich kurz erwähnt, also Spring arbeitet erstmal mit intern mit sogenannten Beans. Also ich habe eine, ich verkette meine verschiedenen Java-Objekte, die ich benutze, verkette ich eben, und jedes einzelne dieser Java-Objekte wird Bean genannt, und die Abhängigkeiten muss ich irgendwo angeben, muss ich irgendwie sagen, mein Bean ist abhängig von einem anderen Bean oder von mehreren Beans, und das mache ich meistens in XML. Auch die Beispiele, die ich zeige, mache ich in XML. Aber für alle Leute, die jetzt schreien, XML ist ja so schlimm und Google Joomla kann das alles besser ohne XML, Spring kann es auch ohne XML, also man kann das auch annotiert machen. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, ich kann da eigentlich ganz gut drauf gucken, und es gibt auch gute IDE-Unterstützung für Spring, sodass man da eigentlich ganz gut mitarbeiten kann. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir im Prinzip den ganzen Unterbau fertig. Jetzt ist da tatsächlich die Frage für Spring OSGI, warum sind wir eigentlich hier? Was ist jetzt der Spannende zwischen Spring und OSGI? Die Vision, die von den Spring-Leuten ist, ist, dass man OSGI, die haben eben sich OSGI angeguckt, beziehungsweise sie wollten irgendwie so eine dynamische Modernisierungsstruktur haben und haben sich OSGI angeguckt und haben sich gesagt, das wäre doch super, wenn wir darauf aufsetzen können. Aber es wäre doch toll, wenn wir irgendwie unsere Bundles, unsere Spring-Bundles auf der OSGI-Runtime laufen lassen könnten. Also das sind unsere Spring-Module, also die haben auch das Spring-Framework ist selber auch wie so ein Modul zergliedert, wenn das jeweils Bundles wären, und wenn wir unsere Anwendungslogik auch wieder zerschneiden können, also das, was man mit OSGI macht und was wir auch schon seit längerem machen, das möchten wir im Prinzip in Spring auch machen können. So, jetzt steht man vor dem Problem, dass man bei Spring erstmal seine Anwendung durch Beans beschreibt, und das macht man im sogenannten Application-Kontext. Also man hat einen großen Application-Kontext für eine Anwendung. Und die Abhängigkeiten werden statisch einmal am Anfang zusammengesteckt, und das war's. Man hat einen großen Application-Kontext. Auf der OSGI-Ecke hingegen haben wir mehrere Bundles für eine Applikation. Und wie machen wir das jetzt mit dem Application-Kontext? Wie passt das dazu zusammen? Irgendwie scheint das erstmal komisch. Und was machen wir mit der Dynamik von OSGI? Die Bundles können auch hoch und runter fahren. Was machen wir denn da? So, und da haben sich die Herren von Spring hingesetzt und haben gesagt, das ist doch eigentlich perfekt, das passt doch perfekt zusammen. Wie passt das zusammen? Die Idee ist, dass Spring erstmal per se wieder in Form von Bundles bereitgestellt wird. Also diese Module, die Spring-Modules sind eigentlich Bundles. Dass ich meine Anwendung eben aus Bundles baue und dass diesen Application-Kontext, den ich eigentlich nur für meine gesamte Anwendung hatte, also einen großen Application-Kontext, jetzt auf die verschiedenen Bundles verteile, und dass jede Bundle im Prinzip seinen eigenen Application-Kontext hat. So, jetzt ist noch die Frage, wie sich die verschiedenen Bundles unterhalten. Also normalerweise würde man ja, das wäre jetzt Quatsch, wenn ich jetzt nur noch ein Application, also wenn diese ganzen völlig abgeschottet miteinander, sich nicht miteinander unterhalten können, die verschiedenen Bundles. Und da benutzt man eben diese OSGI-Services. Und die verschiedenen, die Beans können jetzt bestehende OSGI-Services nutzen und können sich selber als OSGI-Service wieder anmelden. Das Spring OSGI ist ein relativ junges Subprojekt, ist noch zurzeit in einem Beta-Stadium. Findet man unter springframework.org/OSGI. Wird maßgeblich von Interface 21 betrieben, also von den Leuten, die generell auch hinter Spring im Allgemeinen stehen. Wird auch von vielen anderen, wie gesagt, Bea und Oracle wird auch von anderen sehr stark getrieben. Es gibt dann eine Google Group zu, die öffentlich ist, wo man wirklich ständig auf die neuesten Informationen kommt. Man muss im Moment sagen, dass es im Moment ein bisschen ruhiger geworden ist und die den anfänglichen Erwartungen nicht standhalten. Also da sind ein bisschen langsamer als gedacht. Es wird aber in der nächsten Version wird definitiv diese Integration geben. An der einen oder anderen Stelle, gerade der letzte Punkt hier, die Integration mit Application Server, soweit werden sie wahrscheinlich nicht werden.
So, aber als Ziel dieses Projektes war es eben, dass der Spring Container, also wir haben, ich habe jetzt die wie es technisch gelöst ist, aber trotzdem ist der Umgang mit Spring immer sehr einfach, und deswegen haben sie sich noch ein paar größere Ziele gesteckt. Und zwar erstmal, dass Spring selber die Bundles konfiguriert, also dass ich mich nicht um viel kümmern muss, dass ich die Services leicht benutzen kann, also so etwas, diese Service Tracker und umständliche Benutzung in OSGI möchte ich so erstmal nicht haben, sondern dass es einfacher ist. Dass ich nicht von OSGI abhängig bin, also das typische Spring, dass man von der Umgebung nicht abhängig ist. Wie ist das technisch jetzt gelöst, oder was für technische, auf welche Klassen muss man jetzt gucken, welche muss man jetzt beachten? Es gibt zum einen einen speziellen OSGI Bundle Application Context, Bundle XML Application Context, und der ist jetzt eben speziell für die OSGI Bundles gemacht, weil er jetzt eben über den Bundle-Kontext die Klassen benutzt, die Klassen lädt und somit die Abhängigkeitsstrukturen innerhalb der OSGI-Runtime und die Sichtbarkeiten gewährleistet. Dieser Application-Kontext wird automatisch erzeugt, und zwar durch ein Plugin, das sich dann nennt OSGI Extender, und das sitzt einfach da und wartet darauf, dass neue Spring-Bundles vorhanden sind. Also man muss nicht selber diesen OSGI-Application-Kontext starten, sondern ähnlich wie es wohl auch bei Spring WebMVC ist, gibt es den Application-Kontext, der zumindest hier bei Pro-Bundle automatisch hochgefahren wird, sobald ein Spring-Bundle da ist. So, jetzt ist die spannende Frage, was ist ein Spring-Bundle? Im Prinzip ist es ein ganz normales Bundle, ein ganz normales OSGI-Bundle mit ein paar Zusatzinformationen. Und zwar gibt es in dem Manifestverzeichnis ein Unterverzeichnis, das sich Spring nennt. Und da werden einfach Context-XML, also die Beschreibung von den Application-Context in XML-Format, werden darin abgelegt. Da können mehrere abgelegt werden, man kann sie auch woanders ablegen. Aber das ist jetzt erstmal so der Default. Und dann hat man im Prinzip schon sein Spring-Bundle. Das heißt, wieder keine Abhängigkeit zu Spring, keine Abhängigkeit zu irgendwelchen besonderen Packages, außer ich mache natürlich irgendwelche Spring-Spezifika. Aber per se jetzt erstmal nicht, der Application-Kontext wird automatisch gestartet. So, jetzt gucken wir unser Beispiel von eben nochmal an. Und zwar war das eben so, dass ich, das habe ich nicht näher gezeigt, aber hier wurde ein Service, hier wurden verschiedene Services initialisiert. In den Customer wurde ein Service initialisiert, der Customer Service, und der Order Service hat eben diesen Service benutzt. Kurz gesehen, im Aktivator war recht umständlich die Benutzbeziehung da, und wir wollen das jetzt Spring-like machen, das heißt, wir wollen mit Beans arbeiten. Das heißt, unser Customer Plugin definiert einen Bean Customer Service, und ein Order-Bundle definiert auch ein Bean, ein Order-Service, und der Order-Service hat eine Referenz auf das Bean-Customer-Service. Also eigentlich im Prinzip erstmal pures Spring. Keine Besonderheit, nur eben, dass wir jetzt eben zusehen müssen, wie wir das innerhalb dieser OSGI-Grenzen bewegt bekommen. So, die Lösung eben, schon eben kurz erwähnt, die Lösung ist, wie kommunizieren die Beans miteinander? Die Lösung ist, dass wir die OSGI Service Registry benutzen, also das Customer Plugin meldet den Customer Service als Service an in der normalen OSGI Service Registry, und der Order Service holt sich den wieder ab, und zwar alles über Bean-Deklarationen, Spring-Bean-Deklarationen, ohne dass man etwas da hart codieren für müsste. So, fangen wir an mit dem Anmelden des Services. Zeitchecken, gut. Also wir haben unseren Customer mit Customer Service, den melden wir an der OSGI Registry an. Und für alle Leute, die Spring kennen, die werden diese Notation kennen. Also ich habe hier so einen Customer Service unter einer bestimmten, so eine bestimmte Implementation, und die melde ich jetzt unter einem bestimmten Namen an. Hier sieht man auch schon direkt, wenn sich das schön sauber ist, natürlich ein Beispiel, deswegen habe ich das versucht, möglichst sauber zu programmieren, dass ich das hier in dem internen Package habe.
Also diese Implementation, die ich jetzt hier bereitstelle, auf diese Implementation an sich kann keiner zugreifen, sondern nur auf die Instanz, die ich nach außen gebe. Also es kann nicht jemand hingehen und sagen, New Customer Service Input. Das befindet sich in meinem internen Package. So, jetzt habe ich erstmal meine Bean. Und was mache ich, wie kriege ich diese Bean als OSGI-Service angemeldet? Da gibt es jetzt neue Tags für, neue XML-Elemente für in Spring OSGI. Und hier gehe ich jetzt hin und sage, mein Bean Customer Service melde ich unter der ID Customer Service OSGI und diesem Interface als Service an. Ich kann dann noch zusätzliche Eigenschaften angeben, was meinen Service irgendwie näher beschreibt, wenn irgendjemand nicht nach einem Namen, nach einer ID sucht, sondern unter speziellen anderen Eigenschaften. Aber das ist so erstmal der Standardweg. So, wie hole ich mir jetzt die Klasse? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt im Order Service bin, da will ich jetzt den Bean in meinem Bean wieder referenzieren. Also ich habe meinen Order Service als normales Bean hier definiert und ich brauche den Customer Service als Dependency, welche bei mir rein injiziert wird. Und da kann ich jetzt sagen, nicht OSGI Service dann anmelden, sondern OSGI Reference. Da kann ich jetzt den OSGI Service mir wieder rausholen und hier an der Stelle referenzieren und kann den dann hier anschließend hier unten in dem Bean wieder benutzen. So, das ist im Prinzip das Grundkonzept, was Spring OSGI bereitstellt. Also die Idee, dass ich meine Spring Beans erstmal, dass ich jedes Bundle hat einen eigenen Application-Kontext. Dieser Application-Kontext wird nach wie vor genauso aufgebaut, wie man das kennt, mit Beans, mit Abhängigkeiten hin und her. Und wenn ich jetzt hingehen möchte und die Beans über mehrere Bundles bekannt geben möchte, dann arbeite ich eben über OSGI Services und muss jedes einzelne Bean, was ich bundleübergreifend nutzen möchte, muss ich explizit anmelden. So, ein spannendes Thema bleibt dann noch. Und zwar das so ein bisschen, was Sie am Anfang gefragt haben, was ist eigentlich mit der Dynamik? Was passiert, wenn so ein Service weg ist? Wie geht Spring OSGI damit um? Es gibt verschiedene Techniken, wie OSGI selber damit umgeht oder was man mit OSGI machen kann. Es gibt sogenannte Declarative Services, wo man auch die Services deklarativ angeben kann. Da möchte ich gar nicht eher näher drauf eingehen, sondern möchte eher erzählen, was Spring macht. Und zwar, die Antwort ist Kardinalität. Es gibt ein zusätzliches Attribut, Cardinality, was ich bei der Reference angeben kann. Und zwar kann ich jetzt sagen, wie sich meine Abhängigkeit meines konkreten Services jetzt verhält und wie sehr ich davon von diesem konkreten Service abhängig bin. Also es gibt eine 1:1 Beziehung, das heißt, ich brauche genau einen Service. Es gibt eine 0:1 Beziehung, das ist, ich bräuchte einen Service, aber es ist irgendwie so optional. Und es gibt dann noch die Mengenbeziehung, das heißt, ich möchte eigentlich mehrere Instanzen von dem Service haben, einmal optional und einmal verpflichtend. So, was heißt denn das jetzt? Und wie stellt sich das jetzt dar, wenn die Services weg sind? Also, bei dem Optionalen ist es ganz pfiffig, und zwar wird da erstmal ein Proxy angemeldet. OSGI stellt mir unter dem Interface ein Proxy zur Verfügung, alles wird normal hochgefahren, und ich kann den Service, sobald ich ihn benutze, guckt Spring OSGI nach. Hier, hör mal, gibt es zu diesem Service eine tatsächliche Implementation? Wenn ja, super, benutze ich. Wenn ich dann den Service benutze, obwohl ich ihn als optional gekennzeichnet habe und dieser nicht vorhanden ist, dann bekomme ich eine Service Unavailable Exception. Dann kann ich einfach nichts mehr machen. Ich benutze den, ich habe ihn als optional gekennzeichnet, er ist nicht da. Paff. Bei den 0 bis N Beziehungen ist es eigentlich recht einfach, und zwar wenn ich dann bis N gehe, wird mir immer eine Menge von Services injiziert, also ich habe immer irgendwie so eine Collection, und diese Collection wird zur Laufzeit verändert, und das heißt, wenn ich keinen Service habe, ist die Collection einfach leer, wenn mehrere Services da sind, ist diese Collection einfach, habe ich einfach mehr von diesen Services vorhanden. Und bei einer echten Abhängigkeit, also auch bei dem Default, beim 1:1, ist es so, dass mein Bundle gar nicht zur Verfügung steht. Also ich habe einen Service, der wird gestartet und ich bin von einem Service abhängig und der ist nicht vorhanden, dann wird mein Bundle, in dem ich diesen Service benutze, gar nicht erst hochgefahren. Ich kann dieses Bundle gar nicht erst starten, weil ich gesagt habe, ich brauche diesen Service als das verpflichtend.
Andersrum ist, wenn der Service jetzt weggeht und ich benutze den noch oder ich habe da so eine echte Abhängigkeit drauf, wird mein Bundle auch deinstalliert in dem Moment. Also es wird mit runtergefahren. Ist jetzt natürlich die Frage, was mache ich, wenn ich da irgendwie Benutzer draufhängen habe, wenn ich irgendwie reagieren muss oder wenn ich irgendwie ein State an meinem Service habe, dann kann man mit bestimmten Methoden drauf reagieren. Also ich kann bestimmte Unbind-Methoden implementieren, wenn der Service rauf oder runter gefahren wird. So. Aber um die Frage nochmal rekapitulierend zu eben, man muss sich im Prinzip selber drum kümmern. Wenn der Service weggeht, muss ich mich drum kümmern, was ich dann mache. Was ist bei der 1 bis N Beziehung, wenn jetzt nur eine vorhanden ist? Dann ist alles super. Dann ist in der Collection einfach nur eine. Genau, dann ist ein Service in der Collection drin und ich benutze den und ist gut. Also die 1 gibt erstmal an, dass mindestens einer vorhanden sein muss. Und wenn ich dann N eingebe, dann ist es einfach eine Collection und ich kann mehrere benutzen und kann halt gucken, wie viel ich aktuell brauche. Also Beziehung 2 bis N oder N? Nee, also erstmal nicht per Deklaration. Ich kann natürlich hingehen und die Menge abfragen und erst dann etwas Sinnvolles machen, wenn 2 da sind. Also programmatisch sind natürlich da alles offen. Gut. Ich habe, glaube ich, bis Halbzeit. Das sind genau noch 2 Minuten. Deswegen entfällt dieses Beispiel jetzt noch. Nochmal als kurzes Fazit. OSGI, das hatte ich ja eingangs ich habe viel darüber erzählt. Ich bin großer Fan von OSGI. Ich möchte ohne OSGI nicht mehr programmieren. Ich finde diese Trennung von M-Komponenten finde ich super. Ich kann sehr gut mit anderen Entwicklern darüber kommunizieren, welche Bundles benutzt werden, wo die abhängig sind. Ich kann immer schöne Grafiken. Ich bin großer Freund von Grafiken, die man an die Wand schmeißen kann und irgendwie ist alles schön bunt und man kann schön drauf gucken. Finde ich super. Kann ich mir mit sowas erstellen. Ich kann Architekturprobleme sehen. Wir hatten vor 2-3 Wochen haben wir eine falsche Abhängigkeit drin gehabt. Hat uns viel Energie gekostet, aber wir haben sie früh gesehen und wir konnten früh darauf reagieren. Das sind erstmal die Vorteile von OSGI. Gleichzeitig ist die Servicebehandlung natürlich zu anstrengend, also möchte man gar nicht im Detail wissen, was da alles passiert. Und das geht mit Spring OSGI sehr gut. Also ich habe wieder meine einfache Handhabung und ich habe wieder Spring, ich habe im Prinzip beides. Ne? Ich habe tolles Spring und tolles OSGI, die Welt ist gut. Ganz so gut ist sie leider nicht. Das Ganze kommt mit ein paar Herausforderungen. Also man spricht natürlich nicht von Problemen, sondern immer nur von Herausforderungen, die man hat. Und das ist ganz klar, mit dem dynamischen Verhalten, das muss man rein. Wenn man das benutzt, dann muss man sich darum kümmern. Das kommt nicht von alleine. Und die Sichtbarkeit wird mit Classloadern gemacht. Und das führt auch zu Problemen. Also man muss sich tatsächlich zum ersten Mal richtig mit Classloadern befassen. Nur die Probleme kommen früh und nicht erst dann, wenn ich mein EJB deployed habe und ich irgendwie feststelle, dass mein WEBS 4.6.0 eine falsche Benutzbeziehung hat und deswegen eine unterschiedliche XML-Bibliothek lädt und so. Ein echtes Beispiel, wir haben wirklich Wochen dran gesessen, bevor wir diese XML-Geschichte umdrehen konnten und dass tatsächlich unsere Anwendung nicht mehr abgestürzt ist. Und das sind Sachen, die man zwar früh sieht, aber man muss sich damit befassen. Das ist einfach die Grundlage von den Abhängigkeiten und Sichtbarkeitsbeziehungen. Ja, als Stand, wie gesagt, dieser Web-Support oder Application-Server-Support, der wird wohl nicht bereitstehen und im Moment kann man es gut benutzen. Man kann es gut benutzen, wenn man nicht auf diesen Web-MVC-Kram direkt benutzt, sondern wenn man OSGI einfach als Spring OSGI als Dependency Injection Framework benutzt, geht das im Moment sehr gut. Ja, vielen Dank, lieben Dank. Fragen? Ich habe eine Frage, und zwar, vielleicht zwei Fragen. Und zwar zum einen, braucht die Kopplung OSGI und Spring ein bestimmtes OSGI-Framework oder ist das frei austauschbar? Mhm. Und zum zweiten, wie leichtgewichtig ist die Kombination, auch wenn man beides einsetzt? Weil OSGI ist ja eigentlich auch ein Embedded-Device, je nachdem, was für eine Implementierung man gesetzt wird. Mhm. Und wie kann ich das in der Kopplung mit Spring? Also zur ersten Frage, es werden alle drei großen Open-Source-Implementationen von
von Spring OS GI unterstützt. Es gibt bestimmte Flags, die man sogar setzen kann, um das gegen eine bestimmte Anwendung nochmal zu testen, weil es dann doch irgendwie anders hochgefahren wird und so. Also es werden alle drei Frameworks, alle drei Open Source Implementationen werden von Hause aus unterstützt. Ja, zu der Performance kann ich ehrlicherweise nichts sagen. Von meinem Verständnis, von der Architektur her sehe ich da keine Probleme, die irgendwie auf einen zukommen könnten. Also die Basistechnologie ist OSGI, der Spring-Aufsatz macht da keinen großen Zauber, keine spannenden Sachen. Also würde ich eigentlich sagen, müsste es eigentlich performant sein, aber das Ding befindet sich noch in einem Beta-Stadium. Es hat noch keiner in einem großen Lasttest, zumindest nicht, dass ich weiß, benutzt. Ja? Sie haben eben gesagt, die Cloud-Storage-Geschichten sind ein bisschen schwieriger. Wie weit ist das denn abstrahiert? Wie weit muss ich mich denn selber um das Cloud-Storage kümmern? Wie weit abstrahiert das Spring für mich denn? In einer guten Welt müssen Sie sich überhaupt gar nichts kümmern. In einer guten Welt klappt es einfach und ich kann alles benutzen. In der echten Welt sieht es so aus, dass viele Libraries Cloud-Storage eben extensiv benutzen und nicht in einer Form, wie sie erstmal prinzipiell mit OSGI handelbar ist. Beispielsweise Hibernate. Hibernate benutzt extensiv Classloader-Mechanismen, um die Objekte wieder zusammenzustöpseln. Und an der Stelle muss ich mir einfach meine Beziehungen in meinem Bundle-Graphen angucken und gucken, was macht denn jetzt Hibernate, wenn es unten probiert, ein Objekt zusammenzustöpseln, was aber aus verschiedenen anderen Bundles hinkommt und eigentlich mit der Classloader-Beziehung nicht haben. Also in einer normalen Programmierung, wo man nicht spezielle Libraries benutzt, die jetzt spezielle Classloading-Mechanismen benutzen, hat man keine Probleme. Bei anderen kommt es zu Herausforderungen, aber für die Standardprobleme gibt es Lösungen. Also für so Hibernate oder so etwas, das sind natürlich Sachen, die einem normalen Anwender als direkter Stress auf die Füße fallen. Also da gibt es Lösungen für. Und bei allen anderen Problemen, da muss man sich einfach mit befassen, also die kommen. Die Probleme, da wird man nicht drum herum kommen. Das liegt einfach daran, dass die Bundles mit Classloader arbeiten. Ja, ich dachte jetzt vor allen Dingen auch im Kontext, wenn ich halt mehrere Versionen gleichzeitig gerollt habe. Mehrere Versionen gleichzeitig deployed, Classloader, da kümmert sich OSGI komplett drum. Man kriegt nur die Version, die man angegeben hat. Da muss man sich um nichts mehr kümmern. Also wenn man jetzt sagt, ich brauche diese Version, dann packt er die Classloader und so packt er alles zusammen, da kümmert man sich um gar nichts. Also das macht er schon, klar. Gut, dann will ich noch mein Bonbon aus der Tasche lassen. Wo ist denn diese Box hin? Hier vorne. So, zum einen ist das natürlich im Englischen Shameless Werbung. Also wie alle anderen auch suchen wir Leute, die bei uns programmieren, mit uns helfen. Also wenn Interesse besteht an agiler Softwareentwicklung, gerne. Aber das ist nicht alles, warum ich die ausgegeben habe. Und zwar gibt es da jetzt eine Nummer drauf. Jetzt muss ich mal das Pendant daraus suchen. Also man kann die Dinger jetzt auch aufklappen und da reingucken. Und ich muss gucken, ob ich hier die richtigen habe. Ich glaube schon. Ich hoffe. So, und ich habe hier von mir selber nicht, aber zumindest von meinen Kollegen einige Softwarebücher, die ich gerne verlosen möchte. Dann brauche ich nur noch eine Glücksfee. Ich habe mir darauf von jemandem ausgeguckt. Die junge Dame, die sich den ganzen Scheiß hier den ganzen Tag angucken muss und von keinem von nichts versteht. Also wir haben, also ich jetzt mal annehme, oder liege ich da falsch? Also ja, ich hab den Vortrag heute bei meiner Frau noch Probe gehalten und die hat gesagt, ja, ist ja alles super, ich verstehe nur kein Wort. Also ich habe jeweils ein Hibernate-Buch, leider in der ersten Version, aber die grundsätzlichen Sachen sind klar. Und ein Buch über Extreme Programming. Und ich würde sagen, einfach der erste darf ich einfach aussuchen.
23? Ja. Juhu. Also, ja. Und die 35?